Darin, let's play. Ja, meine lieben Zelda-Freunde, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier aus dem idyllischen kleinen Hataneo. Und wir sind gerade dabei, mit Clavia zu reden. Oh, guten. Ach, die hässliche mit den. Ja, ist ja gut. Was? Können wir uns im Nachhinein vielleicht auf 70 bis 30. 70, 30, also 70 für dich? Natürlich. Nix da. Nur ein Witz. Ich bin rundum zufrieden und Geld macht sowieso nicht glücklich, nicht wahr? Ja, die hatte uns ja den Tipp gegeben, dass wir uns da oben mal die Bäume angucken sollen, weil das wohl angeblich auf den Schatz hinweist. Und jetzt gerade kam die um die Ecke und meinte auch nochmal, den Schatz 70-30 teilen wollen zum, was weiß ich? Ne, nicht mit mir. Hallo, was ist mit dir hier? Du. Bist du auf Reisen? Hast du im Gasthaus Saal übernachtet? Ja. Na, kann mir ja eigentlich egal sein, aber du hast doch nicht etwa vor, hier in Hataneo zu bleiben, oder? Mal überlegen. Das kann ich nicht hinnehmen. Ich habe schon genug Rivalen. Ach, vergiss, was ich sage. Ist nichts. Uns geht zwar gut hier, aber da draußen wird es immer schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich an Fräulein Primella, ich meine, ich stehe hier Wache und stelle sicher, dass keine Fremden mit Frieden in unserem Dorf stören. Na klar, der macht sich an, der will sich an die Hübsche von dem Gasthausrang machen, aber ich glaube, du hast da eher weniger die Schnitte. Also, ja, ich meine, gut, innerliche Schönheit ist natürlich wichtiger wie äußerliche, aber ja, der macht mir auch vom Charakter nicht so einen guten Eindruck. Deswegen, ich weiß es nicht. Fremde? Ja, so welche wie du zum Beispiel. Viel wichtiger, hast du Fräulein Primella schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du sie triffst, halte ich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück, ja? Ach, wenn ich nicht nur, wenn ich alles so schwierig wäre, was soll ich ihr bloß schenken? Ach ja, sag mal, welche Geschenke könnte Fräulein Primella vom Gasthaus Saal wohl gefallen? Es geht um den Freund eines Freundes, der ist verliebt und hat mich um Rat gebeten. Natürlich, dem Aufgabe, ein ausdauernder Verehrer, was soll ich denn... Ich wette, du hinterlässt bei Frauen einen ganz schönen Eindruck. Hä, was? Primella? Fräulein Primella, bitteschön. Fräulein Primella arbeitet in dem Gasthaus, da in der Rezeption, sehr hell heißt es. Was weiß ich. Ach, wenn nicht nur alles so schwierig wäre, was sollte ich bloß schenken? Gibt's sonst noch was? Nee, gibt's nicht. Ich... Guten Tag. Ach ja, der Opa schon wieder. Guten Tag. Wir reden mal mit Primella. Mal gucken, ob wir rausfinden können, was ihr so gefällt. Hallöchen, Madame. Willkommen. Bla, normales Bett. Ja, ich will aber kein Bett. Sehr wohl. Ich möchte so mit dir ein bisschen rumschnattern. Ja, bitte, ach so. Wenn ich nicht am Tresen mit ihr rede, dann unterhält man sich so mit ihr. Guck mal, wie rot die wird. Ah. Ja, bitte, was kann ich Ihnen, wie kann ich Ihnen dienen? Sie machen das toll. Das ist sehr nett von Ihnen. Wenn Sie übernachten möchten, treten Sie bitte an die Rezeption. Wie bitte? Was mögen Sie so? Was soll das denn jetzt? Ich sag einfach irgendwas. Also, ich mag Heuschrecken. Am liebsten würde ich umgeben von 100 Ausdauerschrecken leben. Wer es glaubt, wird selig. Wie kann ich Ihnen dienen? Was mögen Sie so? Er gibt wirklich nicht auf. Also, ich mag Heuschrecken. Am liebsten würde ich, ja. Nochmal. Bis sie mir die richtige Antwort gibt. Ja gut, dann sagen wir den dicken 100 Heuschrecken. Der wird uns danach verkloppen, weil die das bestimmt nicht mag. Aber ich meine, gut, die steht auch nicht auf uns. Das hätten wir jetzt schon mal festgestellt, ne? Ich wette, du hinterlässt. Ja, bla, 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 bla. Ich habe sie gefragt. Wie, du hast Fräulein Primella gefragt? Was hat sie gesagt? Ganz locker bleiben. Sonst merkt er, dass es eigentlich um mich geht. Das weiß noch keiner, dass es um den geht. Das hat keiner rausgefunden. Guck, wie der guckt. Mund auf, wird zieht, ne? Dann erzähl mal. Der Freund meines Freundes will immer noch wissen, was Fräulein Primella gern hätte. Ausdauerschrecken und dann gleich 100? Natürlich, genau diese Verschromheit machen Fräulein Primella so einzigartig. Das sagt der Freund meines Freundes immer. Das war knapp, fast hätte ich mich verplappert. Aber 100 von denen zu fangen wird ganz schön hart. Hey, kannst du mir nicht helfen? Ich bin sicher, für dich ist das ein Kinderspiel. Ich wäre auch... Erstmal mit 10 zufrieden, kriegst auch eine Belohnung. Besagter Freund, wäre dir echt dankbar. 10 Stück, ich glaube, die haben wir, oder? Ah, bla 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 bla. Ich hab sie dabei.
Du hast schon Ausdauerschrecken dabei? Das ging aber schnell. Ich habe noch nie eine gefangen. Ja, also, die sind auch schneller wie du, postuliere ich jetzt einfach mal so. Dann zeig mal die Ausdauerschrecken, die du gefangen hast. Hier. Hä? Das sind aber keine 10, oder? Das Glück von Fräulein Primella hängt davon ab. Also nimm die Sache doch bitte etwas ernster. Wie viele haben wir denn? Wahrscheinlich haben wir 9. Spurtschrecken. Ah ne, Ausdauerschrecken, Spurtschrecken ist was anderes. Achso, wir haben 3. Wo kriege ich denn jetzt Ausdauerschrecken her? Guten Morgen, Ume. Du bist ein Reisender, oder? Volltreffer. Ah, wirklich. Seit wieder Frieden herrscht, ist dieses Dorf richtig aufgeblüht. Frieden? Ja, ja, hier war es nicht immer so idyllisch, musst du wissen. Als ich noch ein Kind war, gab es hier kein einziges Feld. Wir hörten, dass Schloss Hyrule mitsamt Hyrule-Stadt zerstört worden sei. Es gab keine Überlebenden. Man nennt dieses Geschehnis die große Verheerung. Es ist unmöglich, diese Schrecken in Worte zu beschreiben. Ja, ja, die Stadt hat sich ordentlich erholt. Gut, Ausdauerschrecken, Holzbündel und was wir nicht alles mittlerweile hier sammeln müssen. Ausdauerschrecken sind die Grünen. Ich habe keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Aber wir haben ja schon mal irgendwann irgendwo welche gefunden. Guten Tag, ist jemand zu Hause? Störe ich denn etwa oder ist natürlich keiner da? Dann gehen wir wieder. Und da oben ist noch eine Mühle. Ich möchte endlich eine Axt wieder finden. Zum Bäume fällen. Das kann nicht so schwer sein. Tja, mit einem Hammer kann man nämlich keine. Was? Da zeigt ein Pfeil nach oben. Ist das. Da waren doch Pfeile, die nach oben gezeigt haben, ne? Hast du doch gesehen. Ist das. Ist das eine Verarschung? Ist das ein Trick? Ist das. Mal gucken. Ah! Tja, ich glaube, da ist nichts. Was soll denn da sein, da oben? Guten Tag, wir kommen einfach mal rein. Dass die auch alle nie ihre Buden abschließen, ne? Sperrangel weit offen hier alles. Ey, guten Tag. Bin ich schon wieder an der Reihe? Nanu? Wer bist denn du? Wegen der Arbeit muss ich die Nacht zum Tage machen. Lässt du mich bitte noch etwas schlafen? Gut, Rodante muss in der Nacht angesprochen werden. Boah, wie bad es wie aussieht mit den Augen, ne? So ohne Pupillen, wir sind voll der Blinde. Wir müssen nicht sehen. Wir kriegen die Umgebung auch so mit unseren anderen Sinnen. Wir schmecken, wir spüren, wir riechen, wir hören. Alles. Sehen müssen wir nicht. Wir machen jetzt wie so eine Fledermaus mit so Echolot. Ich weiß genau, wo ich hinlaufe. Ich höre das. So. Wieder irgendeine komische Mühle, wo man nicht hoch kann. Dann gehen wir wieder. Ah, genau. Da vorne. Guck mal. Das wollte ich mir ja angucken. Ich hätte es schon wieder fast vergessen, wenn ich es jetzt nicht gesehen hätte. Da vorne, da ist doch dieses Blaue im Stein drin. Das sieht für mich eigentlich aus wie ein Turm, der nicht ausfahren konnte, weil er von diesem Stein blockiert wird. So sieht das für mich aus. Aber vielleicht ist das auch was ganz anderes. Gucken wir mal. Und verrostetes Schwert. Was ist das? Ah ja, hier sind die besagten Felder, die Frau erwähnt hatte vorhin. Sehr schön. Mit hier Vogelscheuchen und alles. So, was ist denn jetzt hier? Das ist, muss ich das da oben irgendwie... Dafür muss ich bestimmt die wahre Kraft des Shika-Steins entfesselt haben, um hier irgendwas machen zu können. Im Moment geht das wohl noch nicht. Also kann ich mir vorstellen. Tja, okay.
Dann wären wir eigentlich auch schon soweit fertig mit Hateno. Wir haben natürlich massenhaft Nebenaufgaben bekommen, aber die können wir alle nicht machen. Weil uns dazu entweder die Holzbündel fehlen oder die Rubine oder die Ausdauerschrecken. Was habe ich denn da jetzt alles bekommen? Genau, eigenes Traumhaus, brauchen wir 30 Holzbündel und 3000 Rubine. Dann brauchen wir noch 10 Ausdauerschrecken und für den Waffennamen müssen wir ein Reiseschwert finden. Und ansonsten haben wir alles geschafft. Erinnerungen haben wir nicht und besiege Garnon natürlich. Die 4 Titanen, ja, und das Geheimnis der 3 Zedern, genau, blablabla, da gehen wir jetzt so langsam hin. Das ist ja irgendwo, da oben. Also hier irgendwo eventuell, oder hier, oder noch weiter weg. Eieiei. Das wird noch dauern. Was, war ich schon bei der Mühle da oben? Nee, ne? Da wird wahrscheinlich auch nichts sein, aber... Vielleicht ja doch. Man weiß es nicht. Hallöchen. Ist hier einer am Arbeiten oder so? Geh mal da rein. Natürlich nicht. Ist wieder einfach nur eine Mühle, ne? Was man eben so unter einer Mühle sich vorstellt. Ah, da oben sitzt jemand. Hallo, werte Dame. Der Wind fühlt sich gut an, aber nicht salzig genug. Wie meinst du das? Ah, Entschuldigung. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Ich dachte nur gerade an meine Heimat. An mein Heimatdorf Angelstädt. Ach, das Meer. In Hateno fühlt sich alles anders an. Aber immerhin hat diese Stadt meinen Mann hervorgebracht. So schlecht kann sie also nicht sein. Ich bin so glücklich, an seiner Seite zu arbeiten. Angelstadt? Oder Angelstädt? Das ist ein kleines Fischerdorf in Firone, weit im Süden von Hateno. Ich heiße Ralera und bin aus Angelstädt hierher gezogen, als ich geheiratet habe. Ich bin mit all meinen Habseligkeiten über die Hylia-Brücke hierher gekommen. Das war vielleicht ein Gewaltmarsch. Okay, in Süden irgendwo. Also irgendwo hier. Eventuell. Hier oder da auf der Insel oder... Was weiß ich wo. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Schnatter, schnatter, schnatter. Und was weiß ich. Wir gehen da mal weiter. Ich habe hier doch Schaf oder so gehört. Ah, bist du... Ah, das ist eine Kuh. Oder ein Bulle. Hallöchen, Opa. Ja, ja, guten Tag. Ha, guten Tag. Was gibt es? Ich möchte reden. Mit mir? Worüber? Was ist das hier? Sieht man das nicht? Ein Bauernhof. Oder, meinst du dieses verrückte Haus da oben? Wo? Das da mit dem Dampf? Also das. Das ist das Institut. Ah, da müssen wir hin. Dort treiben die Shika irgendwelche verrückten Dinge. Gibt es sonst noch was? Wer bist du? Ich? Ich bin einfach nur ein alter Mann. Das ist und bleibt so, auch wenn du dich auf den Kopf stellst. Gibt es sonst noch was? Die Alten, die sind immer sympathisch, ne? Ach ja. Nee, wir wollen dich nicht weiter behelligen. Ich hasse diese Monster. Meinst du die Bullen da? Oder willst du mich mit dem Stock verkloppen? Was ist denn los mit dir? Ja? Was machst du hier? Schau nicht so unschuldig. Du siehst allerdings nicht so aus, als hättest du was damit zu tun. Hab ich auch nicht. Am Hateno-Strand treiben sich Monster herum, die meine Schafe stehlen. Deswegen stehe ich etwas neben mir. Wenn das so weitergeht mit meinen Schafen, dann... Schabernack mit Schafen. Ja, Achso, ich muss jedes einzelne Monster besiegen am Strand. Hateno-Strand, ist da der hier? Ich denk mal, ne? Machen wir das mal. Hallöchen. Jo. Jo, guten Tag. Sag mal, bist du ein Reisender? So, ne? Weißt du, ich hab da eine Aufgabe und du siehst so aus, als würdest du genau der Richtige dafür sein. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an. Ja, also, es tut mir im Herzen weh, aber ich möchte dich bitten, tief im Exparwald Hirsche für mich zu jagen. Es gibt einfach zu viele von ihnen und sie zerstören den Wald. Also erledige bitte innerhalb von einer Minute so viele Hirsche, wie du kannst. Na gut. Danke. Du kannst sofort anfangen. Gibt's einen Trick?
Der Trick besteht darin, einen starken Bogen zu verwenden und den Hirsch mit nur einem Schuss zu erlegen. Außerdem ist es wichtig, dass du beim Anpirschen nicht entdeckt wirst. Und? Denkst du, schaffst das? Natürlich. Na dann, ich verlasse mich auf dich. Alles klar. Meisterjäger Link, wieder im Einsatz. Das kriegen wir doch hin. Eine Minute. Wenn wir fertig sind, ist der ganze Wald unbewohnt. Dann wollen wir mit der Hirschjagd anfangen. Ich gebe dir Bescheid, wenn deine Minute vorbei ist. Das war nix. Das ist kein Hirsch, das ist ein Wildschwein. Mann, was haben die Viecher? Ich muss die Rüstung wechseln. Das bringt ja nix. Ich habe doch extra meine Schleichrüstung. Müssen wir gleich nochmal machen. Jetzt könnt ihr uns nicht sehen. Oder hören, wie auch immer. Ja, der ist nicht gestorben. Nummer 1. Nummer 2. Das könnte so weitergehen. Nummer 3. Hey, der vierte muss noch zählen. Toll, der ist mitten dabei zu sterben und zählt nicht. Zeit ist um, ja. Nochmal. Ich hatte falsche Ausrüstung an. 3 Stück. Insgesamt 3? Danke. Hier deine Belohnung. Ist das dein Ernst? Tja, wir müssen jetzt leider hier stehen, weil es weiter reduzieren. Hilfst du mir? Natürlich. Jetzt machen wir die alle frisch. 10 Stück mindestens. Ja, ja, und los. Und Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ihr solltet vielleicht auch den Loot mitnehmen, ne? Kacke, der hat mich bemerkt. Hallo, Bogen! Ja, okay, 10 Stück. Ich glaube, hier gibt es noch nicht mal 10 Stück im Wald. Kann das sein? Ja, 4 Stück. 5, 6. Wie viele gibt es denn hier? Also mindestens gibt es hier 7 oder 8. Zeit ist um, kommt zurück. Na, das geht doch besser, Mann. Aber ich will auch nicht meine ganzen Pfeile hier verschwinden für den Mist. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Wir haben ja jetzt... Wie viele hatten wir jetzt? 4 oder 5? Ich habe nicht mitgezählt. 4, ein mehr. Toll. Du bist kein schlechter Jäger. Hier deine Belohnung. 5 Rubine. Na gut, wir machen das nochmal. Tja, muss... Ich glaube, wir müssen alle kaputt kloppen. Da kriegen wir eine richtig krasse Belohnung. Ja, 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 ja. Verdammt, der eine Hirsch rennt da rum. Warum rennt der rum? Warte, ich schleich doch. Aua.
Das ist unmöglich. 5, ja. Niemand Fleisch! Zeit ist um, komm zurück! Ja, das ist eine gute Möglichkeit, andauernd Fleisch zu holen. Würde ich sagen. Ja, mal gucken, ob der mit 5 zufrieden ist. Das soll es aber auch gewesen sein. 5 Hirsche! Du bist kein schlechter Jäger. Hier, deine Belohnung. Ja. Tja, wir müssen die Zahl der Hirsche weiter reduzieren. Nee, machen wir nicht mehr. Na gut. Sag mir Bescheid, falls du dir das anders überlegst. Oh, ja, feine hast du, ne? Und feine Elsa und was weiß ich. So, wir sollen ja alle Gegner platt machen. Am Strand von Hataneo. Ist das hier der Strand? Oder ist das hier der Strand? Ich schätze mal, das hier ist der Strand, ne? Oder hier den Weg runter? Hataneo. Ah, hier, Hataneo Strand. Steht doch hier. Hier müssen alle Gegner sterben. Alles klar. Das kriegen wir doch hin, würde ich sagen. Aber zuvor gehen wir ins Institut. Eben schnell nochmal mit den Floß. Warte, das ist ja hier begrenzter Bereich. Zumindest schon mal hier rüber gepaddelt. So ein bisschen. Nee, nicht werfen. Ist das festge... Achso, das ist hier fest. Das müssen wir erst lösen. So. Jetzt aber. Los! Bewegung! Kann nicht so schwer sein. So. Eine Insel auf dem Wasser ist immer verdächtig. Immer. Spurtkröte, ja. Wenn es nur Spurteidechsen wären, die bräuchte ich nämlich jetzt. Es ist ein ziemlich hoher Baum. Wir klettern da mal hoch. Und ein ziemlich dicker Baum auch noch. Dick und alt und hoch. Eigentlich können wir die Rüstung schon wieder wechseln. Sehr gut. Sieht doch schon viel epischer aus. So. Ein Stein zum Hochheben. Und da ist natürlich... Okay, anscheinend, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Wir müssen wohl, denke ich mal, so jeden möglichen Baum besteigen. Das, oh, Entschuldigung. Ah, das tut mir leid. Hataneo. So, dann gehen wir jetzt das Institut besuchen. Wir müssen Monster kaputt kloppen und hast du nicht gesehen. Ta-ta-ta. Ah, ich glaube, wir waren hier noch gar nicht in dem Gebäude drin, ne? Wir haben uns ja von dem Äußeren ablenken lassen. Dementsprechend gehen wir da jetzt auch mal rein. Ja, ich hasse diese Monster. Ist ja gut. Wir kümmern uns da ja drum, wenn wir Zeit haben. Auch unsere Zeit ist begrenzt. Aber keine Sorge. Dauert zwar noch ein bisschen, aber wir machen das schon. Okay, hier ist gar nichts. Und auf Wiedersehen. Hat keiner von euch eine Axt? Kann nicht sein hier. Alles Mögliche findest du hier. Aber eine Axt, die du brauchst, pff, nirgendwo. Wir haben schon ganz viele Hammer. Oder Hämmer, wie auch immer. Und da hinten ist ein Schrein. Was wäre das? Das andere Ende der Bucht hier im Prinzip. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Gerade habe ich ihn noch gesehen. Ist die Weitsicht? Da, jetzt sehe ich ihn wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn wieder, jetzt nicht mehr, jetzt sehe ich ihn wieder. Und jetzt gleich nicht mehr, oder doch. Auf jeden Fall ist da ein Schrein. Ah, da unten auch, ne? Da im Wasser. Ah, okay. Im Wasser, das heißt, das wird hier irgendwo auf der Insel sein. Entweder hier oder die weiter weg. Wenn es die ist, die weiter weg ist, dann, müssen wir wohl mit einem Floß da irgendwie hin. Da gibt es kein Chica-Mädchen. Hat Karin geschwindelt?
Hast du das Chica-Mädchen gesehen? Sefaro? Hier ist nichts Verdächtiges. Was sind das für Wellen? Das ist ein Mädchen. Die drehen hier alle voll am Rad. Was ist denn hier los, kleine Mädel? Sag mal, was. Bist du überhaupt ein Mädchen? Ja, ich glaube eher weniger. Du! Ich sehe nichts. Geh aus dem Weg. Was willst du sehen? Das Chica-Mädchen. Ich meine, ein echter Spion verrät nichts. Bring mich nicht dazu, es zu sagen. Es ist ja schon gut, du kleiner verrückter Junge. Oder Mädchen, ich bin da ein bisschen unentschlossen. Ich sehe nichts, ich sehe... Ja, tut mir leid, dass ich dich beim Spannen gestört habe. Meine Fresse, ey. So fängt das an. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch schon wieder. Wir sind so weit von kurz vom Institut. Wir haben schon die Spanner entdeckt, die da hinglotzen die ganze Zeit. Ja, in der nächsten Episode sollte es dann endlich so weit sein, dass wir das Institut betreten werden. Und dann denke ich auch mal, die wahre Kraft des Schiegersteins entfalten werden. Und dann werden wir auch rausfinden, was es mit dem Mädchen auf sich hat, was das für ein Mädchen ist. Anscheinend ein Chica-Mädchen. Das wird ja dann auch schon so ein bisschen zu Zelda passen, ne? Vielleicht ist es auch von Impa die Tochter oder die Urtochter oder Urenkelin oder was weiß ich denn da. Nun gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.